FCB News, präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt, bwin. Es kommt nicht oft vor, dass Philipp Lahm am Sonntag nach dem Spiel mit vollem Elan trainiert. Klar, kommt auch so gut wie nie vor, dass der Kapitän erstmal pausiert, wie gestern im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg. Hallo Philipp. Hallo, servus. Hat das Aussetzen mal gut getan? Ja klar, wir hatten viele englische Wochen, vor allem wir Nationalspieler eben, weil wir dann noch die Länderspiele hatten, wo die anderen Spieler ein bisschen Pause hatten. Und deswegen tut es mal gut, wenn man gemütlich zu Hause sein kann und sich das Spiel dann im Stadion anschauen kann. Waren ein paar andere auch noch dabei und das war ein erlesenes Trainingsfeld dann heute, weil die mussten alle wieder ran. Also da ist die hohe Qualität gleich mal wieder zu sehen gewesen. Du spielst eine überragende Saison. Dankeschön. Ja. Also wirklich, hast die meisten Ballkontakte in der Bundesliga, schon 10 Assists und führst die Mannschaft lautlos wie am Schnürchen. Fühlst du dich so wohl wie nie zuvor bei Bayern? Nee, das würde ich nicht behaupten, weil ich fühle mich hier sehr, sehr wohl in dem Verein. Und das nicht nur seit dieser Saison, sondern seit den letzten Jahren einfach oder seitdem ich hierher gekommen bin, 95 eben. Aber dass es bei uns sehr, sehr gut läuft, das ist ganz klar. Und denke ich, trägt jeder dazu seinen Teil bei. Wenn man gestern auch gesehen hat, die Mannschaft auch wieder gestern sehr, sehr gut gespielt. Vor allem, man muss immer bedenken, es werden 9 Spieler gewechselt und man sieht keinen Abbruch, sondern die Mannschaft leistet wieder in den ersten 45 Minuten, glaube ich, eine Top-Leistung ab, macht dann gleich 3 Tore und das zeichnet einfach unsere Mannschaft aus, dass egal wer immer reinkommt, von der Bank oder dann eben auch von Anfang an, dass jeder seine Leistung abruft. Aber du schwärmst trotzdem für den Club. Vor kurzem hast du einmal gesagt, so habe ich mir den FC Bayern immer erträumt, wie es im Moment ist und da war der noch gar nicht deutscher Meister. Ne? Na, es geht ja nicht immer um deutscher Meister werden. Klar, wir wollen immer deutscher Meister werden, aber es geht darum, wie ist es international. Und wenn ich dann zurückschaue, in den letzten 4 Jahren waren wir 3-mal Minimum im Halbfinale. Also das ist schön. Also das ist das, was wir alle wollen, dass der FC Bayern international auch wieder ganz oben mitspielt. Und dazu, glaube ich, haben wir die richtigen Charaktere auch jetzt in unserer Mannschaft. Da steht also das Halbfinale dann gegen Barcelona an, vorerst mal Pokalhalbfinale gegen Wolfsburg. Aber Barcelona ist natürlich, ja, die meisten sagen, die beste Mannschaft der Welt. Wie nah siehst du den FC Bayern an der Mannschaft dran? Kann man das bitte? Das werden wir im Halbfinale dann sehen, aber ich glaube, dass wir in den letzten Jahren, und es ist ja noch nicht so lange her, dass wir gegen Barcelona gespielt haben in der Champions League, ich glaube im Achtelfinale damals, wo wir in Barcelona dann schon 4-0 verloren haben und im Rückspiel 1-1 dann gespielt haben. Jetzt werden wir sehen, wie nah sind wir dran, wie haben wir den Abstand verringert. Und das wird eine interessante Sache, aber Halbfinale, Champions League, also dass da eine große Mannschaft kommt, das haben wir letzte Saison auch gesehen mit Real Madrid. Eben diese Saison wäre es Real Madrid, Dortmund oder Barcelona gewesen. Also auf jeden Fall eine Top-Mannschaft. Es ist aber auch Halbfinale, Champions League. Ab wann setzt da bei dir das Kribbeln ein? Ja, vor der Auslosung war schon so ein leichtes Kribbeln, wobei man kann es ja nicht beeinflussen. Außerdem, es trifft sowieso eine Top-Mannschaft auf eine andere Top-Mannschaft und trotzdem, jetzt ist die Vorbereitung nicht auf Champions League, nicht auf Bundesliga. Jetzt ist die Vorbereitung eben wieder auf Dienstag, auf den Pokal. Wir wollen unbedingt ins Finale. Es ist immer was Schönes, ich glaube, für die Fans auch, für die Angestellten hier. Alle wollen nach Berlin, das ist was Traumhaftes, im Pokalfinale zu stehen. Und das ist unser großes Ziel. Und am Ende übernimmst du die Meisterschale zum ersten Mal als Kapitän. Auch ein schönes Highlight. Aber auch eine schöne Erfahrung, ganz klar. Es läuft einfach gut. Vielen Dank fürs Kommen. Also, Philipp Lahm ist in der Form seines Lebens. Für Emre Can und Pierre-Emile Højbjerg begann die aufregende Bundesliga-Welt gestern. Es ist, war nicht der beste Mannschaft oder eine auf die beste Mannschaft auf der Welt. Und ja, das ist halt für mich ist ein bisschen unglaublich. Ich versuche mir ein bisschen den Arm so, was heißt das? Nebener, ja genau. Aber klar, ja okay, ich war auch selbst nervös, wenn ich reingekommen ist. Das war die ersten 10 Minuten, habe ich ein bisschen in die Hose geschissen, aber ich glaube, das macht jeder. Und danach habe ich 1, 2, 3 Aktionen gehabt und ja, allgemein war der Erlebnis wunderbar. 17 Jahre und ein richtig guter Junge. Die nächsten FCB-News kommen morgen wieder. Einen schönen Sonntag noch zusammen. Servus.